ecce crucem Domini, fugite pates adverse, vicit Leo de tribu Iuda, radix David, alleluia. Ecce crucem Domini, fugite pates adverse, vicid Leo de tribu Iuda, radix David, alleluia. Ecce crucem Domini, fugite pates adverse, vicid Leo de tribu Iuda, radix David, alleluia. Gelobt sei Jesus Christus. Mit diesem Video wollen wir alle Christen einladen, insbesondere in den nächsten Tagen um Halloween rum, im Namen Jesu Christi die Dämonen und ihre gottlosen Pläne in Schranken zu weisen. Wir haben dazu eine kleine Schrift erstellt über die Macht von exorzistischen Gebeten. Darin sind auch einige sehr kraftvolle Gebete enthalten. Diese könnt ihr in der Videobeschreibung als PDF downloaden oder als Schrift gegen Spende im San Padre Pio Shop bestellen. Wie Paulus uns mahnt, kämpfen wir nicht in erster Linie gegen sichtbare Feinde in Menschengestalt, sondern wir kämpfen gegen die bösen Geister und Mächte der Finsternis, die uns bedrängen. Jeden Tag wird aufs Neue der Kampf zwischen Gott und dem Teufel auf der Erde geführt. Wer die Zeichen der Zeit mit offenen Augen und demütigem Geist sieht, der wird erkennen, dass wir uns in der apokalyptischen Schlacht der Endzeit befinden. Überall nimmt die Gottlosigkeit, die Gewalt, der Krieg, die Perversion, die Sakrilegien und der Frevel aller Art in erschreckender Weise zu. Ja, die Todsünde, insbesondere die Unzucht, welche, durch das schreckliche Übel der Pornografie gefördert wird. Sie bedeckt wie ein dunkler pechschwarzer Nebel die ganze Erde. Könnten wir die geistigen Dimensionen sehen, dann wären wir so schockiert, wie viele Seelen wie wandelnde Tote umherschreiten, wie viele Seelen durch die Todsünde gegeißelt sind und dadurch fest an Satan gebunden. Um diese Fesseln zu durchspringen, ist es die Pflicht eines jeden Einzelnen von uns Christen, durch Gebet und durch Buße Gottes Reich auf Erden auszubreiten und Gnaden vom Himmel hinabzurufen und in diesem schrecklichen Kampf die Seelen aus den Fängen Satans zu entreißen. Der Apostel Fürst Paulus erinnert uns daran, dass wir nicht in erster Linie gegen andere Menschen kämpfen, gegen andere Seelen sondern wir kämpfen gegen die bösen Mächte, die Dämonen und gegen den Teufel. Wir müssen uns also sehr davor hüten, zum Kampf oder zum Hass gegen unseren Nächsten hingerissen zu werden. Denn das will ja der Satan genau. Er ist ja der Urheber aller Zerstörung, der Urheber aller Gewalt und letztendlich derjenige, der die Seelen in die Hölle mitreißen möchte. Er ist ja gerade der Urheber des Chaos, welches wir jetzt auf der Erde sehen können. Und er möchte ja gerade Bürgerkrieg, Spaltung und Zerstörung, dass die Menschen aufeinander losgehen. Denn wenn der Mensch im Krieg ist, dann sind dies die besten Voraussetzungen dafür, dass der Mensch in dem Zustand der Todsünde stirbt und dass die Seelen dann dem Teufel gehören. Ja, und zu dieser Seelenzerstörung verführt er die Menschheit kollektiv in diesen Tagen, mit seiner teuflischen Lehre, einer falschen Gehorsamkeit, einer falschen Demut, einer falschen Brüderlichkeit und einer falschen Toleranz. Eine falsche Gehorsamkeit, denn er verführt die Menschen dazu, Autoritäten zu folgen, die sie in Todsünde führen. Und selbst wenn diese Autoritäten und diese Menschen auf dem Papststuhl sitzen, oder die höchsten Regierungsämter innehaben. Eine falsche Demut, denn er hat durch seinen Relativismus alle Wahrheit aufgelöst und den Irrtum für wahr erklärt und die Wahrheit für relativ, indem er den Menschen ein anthroposophisches Menschenbild eingeflößt hat. Ja, so hat er den Menschen verführt, sich selbst, das eigene Ich, in den Mittelpunkt zu stellen und auch zu vergöttern und damit letztendlich den Urheber der Lüge dem Satan zu dienen und ihn anzubeten wer ist wie gott satan will wie gott sein und satan verführt die menschen wie götter sein zu wollen eine falsche brüderlichkeit denn diese brüderlichkeit ist keine liebe zu gott und sie ist keine Liebe zum Nächsten und zu den unsterblichen Seelen, sondern eine Brüderlichkeit, in der durch eine falsche Toleranz nicht mehr zwischen gut und böse unterschieden wird. Eine Brüderlichkeit, die alle Sünde zu tolerieren hat und somit auch alle Verbrechen. Es ist ein falscher Friede, der nicht mehr sagt, dies ist Sünde, dies ist böse, dies ist gut. Dieses tugendhaft, sondern ein Friede, der alle Verbrechen im Namen der nächsten Liebe entschuldigt. Ja, sein Ideal, das Ideal des Satans, der Brüderlichkeit, ist die Verehrung der Sünde, indem der Kinderschänder Hand in Hand mit den Wirtschaftstyrannen und Kriegstreiber alle Kinder Gottes versklaven möchte um ein Reich des Hasses auf Erden zu errichten und letztendlich die ewigen Seelen zu zerstören. Dies bedeutet, dass wir, wenn wir Gott und die ewigen Seelen, unsere Brüder und Schwestern, wirklich lieben, sehr wohl auch jemanden hassen. Denn wir hassen diesen Urfeind von Anbeginn, wir hassen den Satan der in der Bibel auch als der Böse schlechthin, der Feind, der Vater der Lüge, der Fürst der dunklen Gewalt, der große Drache, die alte Schlange, der Menschenmörder und der Gott dieser Welt bezeichnet wird. Und wir hassen die Sünde, sie ekelt uns an, denn unser Gewissen, welches von Gott kommt, ja es schreibt uns doch allen das Gesetz des Lebens ins Herz. Dieses Gesetz, dieses Gewissen, welches uns klar erkennen lässt, was gut und was böse ist. Dieses Gewissen, was durch die Todsünde getötet wird. Dazu kommt aber noch zu unserer Rettung das Wort Gottes, welches eben, selbst wenn wir uns in Todsünde befinden, uns den Weg zeigt, frei zu werden loszukommen aus den Fängen Satans. Das Wort Gottes zeigt uns auf, welche Taten ins Verderben führen und welche Taten uns zum Heil, zum wahren Frieden und zum ewigen Leben gereichen. Die echte Liebe zu Gott und den Menschen besitzt also sehr wohl einen von Gott gestifteten heiligen Hass und heiligen Zorn. Hören wir dazu den Erzbischof Fulton Sheen. Die christliche Liebe erträgt das Böse, aber sie duldet es nicht. Sie büßt für die Sünden der anderen, aber sie ist nicht nachsichtig mit der Sünde. Der Ruf nach Toleranz veranlasst sie niemals dazu, ihren Hass auf die bösen Philosophien, die mit der Wahrheit in Konkurrenz getreten sind, zu unterdrücken. Sie vergibt dem Sünder und sie hasst die Sünde. Sie ist unbarmherzig gegenüber dem Irrtum in seinem Geist. Den Sünder wird sie immer in den Schoß des mystischen Leibes zurücknehmen, aber seine Lüge wird niemals in die Schatzkammer seiner Weisheit aufgenommen werden. Echte Liebe schließt echten Hass ein. Wer die Kraft der moralischen Empörung und den Drang verloren hat, die Käufer und Verkäufer aus den Tempeln zu vertreiben, hat auch die lebendige, glühende Liebe zur Wahrheit verloren. Nächstenliebe ist also keine milde Philosophie des Leben und Leben lassen. Sie ist keine Art von schlampiger Empfindung. Nächstenliebe ist die Durchdringung mit dem Geist Gottes, der uns dazu bringt, das Schöne zu lieben. Und das moralisch Hässliche zu hassen. Und an anderer Stelle spricht er zu uns. Es ist nicht der Hass, der falsch ist. Es ist der Hass auf das Falsche, der falsch ist. Es ist nicht der Zorn, der falsch ist. Es ist das Zornigsein auf das Falsche, das falsch ist. Sage mir deinen Feind und ich werde dir sagen, was du bist. Nenne mir deinen Hass und ich werde dir deinen Charakter nennen. Hast du die Religion, dann plagt dich dein Gewissen. Hast du die Wohlhabenden, dann bist du geizig und willst reich sein. Hast du die Sünde, dann liebst du Gott. Hast du deinen Hass, deinen Egoismus, Deine Jezornigkeit, deine Schlechtigkeit, dann bist du eine gute Seele. Denn wer zu mir kommt und sein eigenes Leben nicht hasst, der kann nicht mein Jünger sein, spricht unser Herr Jesus Christus. Nachdem wir nun wissen, gegen welchen Feind wir kämpfen, greifen wir zu den Waffen unseres Glaubens. Dies sind zunächst einmal die Sakramente denn diese sind von Jesus Christus eingesetzte Mittel um die Seele zu reinigen und zu heiligen die ersten waffen sind deswegen also die taufe die firmung die beichte die heilige messe die ehe die priesterweihe und die krankensalbung all diese sakramente setzen aber den guten willen ganz jesus christus gehören zu wollen und dem Satan zu widersagen voraus. Und damit wird eben auch gleichsam das Gebet zur Pflicht und aber auch zur Freude jedes Christen. Denn wer nämlich Gott und seinen Nächsten wirklich liebt, der betet viel. Außerdem mahnt uns der heilige Pater Pio, wer viel betet, wird gerettet, wer wenig betet, ist gefährdet, und wer nicht betet, wird verdammt. Das Christenleben ist nichts anderes als ein ununterbrochener Kampf gegen sich selbst. Das Gebet ist ein mächtiges Werkzeug, ein Schlüssel, der das Herz Gottes öffnet. Die mächtigste Waffe des Gebetes ist der heilige Rosenkranz. Dazu sagt uns Pater Pio, mit dem Rosenkranz werden Schlachten gewonnen. Rezitiere ihn oft. Es kostet so wenig und ist so viel wert. Der Rosenkranz ist die Waffe der Verteidigung und des Heils. Wenn wir sagen, dein Wille geschehe im Vater unser, dann ist dies ja unsere komplette Hingabe an Gott, an unseren König Jesus Christus. Aber wie eben Gott durch seine Kirche und durch die vielen Heiligen offenbart hat, und eben auch im heiligen Rosenkranz ist dieses Gebet nicht genug, weil unsere persönliche Hingabe niemals vollkommen ist. Deswegen, weil wir demütige Menschen sind, die erkennen, wie sehr wir von der Sünde geplagt werden und wie unvollkommen wir uns Gott hinschenken. Deswegen beten wir eben. Genauso intensiv. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Denn nur durch das Gebet Mariens, durch das Ave Maria, können wir wirklich vollkommen in unsere wahre Identität als Kind Gottes entspannen. Durch das Ave Maria verstehen wir, es ist nicht unser Gebet, das uns retten wird. Unser Gebet ist zu unvollkommen. Es ist das Gebet unserer ewigen himmlischen Mutter Maria, welche uns jetzt retten wird und in der Stunde unseres Todes, denn ihr Gebet ist vollkommen. Unser Ja zu Gott ist schwach und mit Eigenwillen durchsetzt. Ihr Fiat, Ihr Jawort zu Gott ist vollkommen und ganz mit Gottes Willen vereint. Ja, sie ist diejenige, die in jeder Sekunde, in jedem Moment unseres Lebens für jede Seele auf Erden bei Gott Fürbitte hält. Es liegt an uns, Ja zu ihr zu sagen und sie als unsere Mutter anzunehmen, wie uns Jesus Christus befohlen hat. Erst dann können all ihre Gebete und ihr machtvolles Fiat unser ganzes Leben durchdringen. Denn sie nimmt uns gleichsam wie ihre eigenen Kinder an die Hand. Und führt uns in die Vereinigung mit Gottes Willen und seinem ewigen Reich. Und so erinnert uns der heilige Pater Pio. Der Rosenkranz ist das Gebet der Jungfrau, das in allem und jedem triumphiert. Maria ist in jedem Geheimnis des Rosenkranzes präsent. Maria hat uns den Rosenkranz gelehrt, wie Jesus uns das Vater unser gelehrt hat. Wir können also sagen, die allerseligste Jungfrau Maria, die Gottesmutter und Königin des Himmels, sie ist die Besiegerin der Hölle. Denn aus ihr ging Jesus Christus hervor. Und durch sie wird auch Jesus Christus in jedem von uns siegen. Durch Maria kam das Heil in die Welt. Durch Maria wird auch Gott seinen Triumph herbeiführen. Und deswegen sind wir nur der Weisung Jesu Christi vollkommen gehorsam. Wir sind seinem heiligen Wort in der Bibel gehorsam, wenn er uns am Kreuz befohlen hat, siehe deine Mutter. Denn im Johannesevangelium heißt es, als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter, Frau, siehe deinen Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Jeder Christ, der sich wirklich als Christ bezeichnet, muss tun, was Jesus Christus von ihm verlangt. Der letzte Befehl, den Jesus uns am Kreuz gegeben hat, war, Maria als Mutter zu uns zu nehmen. Seien wir weise und demütig und tun das, was er sagt. Wenn wir also beten, ziehen wir immer an der Hand unserer lieben Mutter Maria in den Kampf. Sie ist die unbefleckte, die makellose, die reine, das Geschöpf, vor dem die ganze Hölle zittert und sich Satan am meisten fürchtet. Wir ziehen an ihrer Hand in den Kampf, vereint mit dem ganzen himmlischen Heer der Engel und der Heiligen, die uns zur Seite stehen. Genauso eben wie die Satanisten ihre Dämonen einladen, laden wir, das viel machtvollere Heer der Himmelskönigin ein. Denn der Sieg Gottes ist gewiss. Im Himmel wurde Satan und sein Anhang schon gestürzt. Hier auf der Erde wurde der Fluch Satans durchbrochen und kam die Erlösung durch Jesus Christus zu uns, armseligen, von Erbsünde befleckten Menschen. Und seitdem, seit 2000 Jahren, tobt diese letzte Schlacht um Gottes Schöpfung. An deren Ende wird auch diese von aller Bosheit des Satans gereinigt sein und Gott uns sein verheißenes Erbe schenken. Hören wir am Ende der Offenbarung Kapitel 21. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen. Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er, Gott, wird bei ihnen sein. Noch befinden wir uns in der Zeit der Prüfung und des geistigen Kampfes. In diesem geistigen Kampf hat uns Jesus Christus ein weiteres Mittel hinterlassen, nämlich die Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jederlei Krankheit und Gebrechen zu heilen. Der Exorzismus ist einem Name Gottes im Namen Jesu an den Teufel gerichteter Befehl, Menschen oder Gegenstände zu verlassen, beziehungsweise sie in Ruhe zu lassen. Es handelt sich hierbei also nicht um Magie, sondern um ein feierliches Gebet zu Gott im Namen und im Auftrag Christi und der Kirche, um Schutz vor allen Unheilsmächten, die, so natürlich auch ihre Manifestation zunächst ausscheinen mögen, in Wirklichkeit dämonische Hintergründe und Tiefen haben. Selbst Ereignisse wie Pech in der Arbeit, Pech im Haus, unerklärliche Unglücke, Unfälle, Unwetter, Donner, seelisches Leiden, Krankheiten, all dieses ist indirekt vom Teufel hervorgerufen. Gott lässt natürlich derartige Ereignisse zu, zu unserer Reinigung, unsere, unserer Heiligung. Und Jesus Christus ist den Weg vor uns gegangen, an das Kreuz, um uns eben den Weg zu zeigen, wie wir vereint mit ihm durch das Kreuz Christi all dieses Leiden in Gnade und in erlösende Kraft verwandeln können, zum Heil unserer Seele und zum Heil aller Seelen. Ja schon von Anfang an hat die Kirche im Auftrag von Jesus Christus den Exorzismus an Besessenen vorgenommen. Der Exorzismus spielt seit Anbeginn der Christenheit eine große und wichtige Rolle. Er wurde immer begleitet durch symbolische Handlungen, wie das Anhauchen, Handauflegen, Kreuzzeichen, durch Worte, durch das Anrufen des Namen Jesu, durch die Verfluchung des bösen Feindes und so weiter und so fort. Dein Folge der Sünde, der Teufel über alle Menschen, aber besonders über die noch unter der Erbsünde stehenden nicht Getauften Einfluss hat und auch ausübt, so erscheint eben seit dem dritten Jahrhundert dokumentiert seit dem Heiligen Cyprian, auch ein Exorzismus für Katechumenen und für Teuflinge. Denn die Taufe ist eben dieser Zeichen der Befreiung, dieses Sakrament der Befreiung von der Sünde und von dessen Anstifter, dem Teufel. Und deswegen soll eben der Priester vor der Taufe einen Exorzismus über den Teufling sprechen. Und leider wurden diese exorzistischen Gebete vor der Taufe fast vollständig gestrichen nach der Liturgiereform im Zweiten Vatikanischen Konzil. Wir wollen nur noch kurz betrachten, wer eigentlich zum Exorzismus befugt ist. In erster Linie natürlich die Priester. Für den Abwehrkampf gegen die Hölle erhielten sie eine eigene Weihe und eine eigene Vollmacht von der Kirche. Diese Vollmacht hat die Kirche von den Aposteln und diese haben sie von Jesus Christus selbst erhalten. Denn wir hören im Markus Evangelium, er gab ihnen Macht, Teufel auszutreiben. Leider wurde die Weihe eines Priesters zum Exorzisten in diesen Tagen fast vollkommen abgeschafft. Der große Exorzismus also, der an wirklich Besessenen durchgeführt wird, darf offiziell nur von Priestern ausgeführt werden. Gleichsam natürlich der Taufexorzismus oder der Exorzismus bei der Weihwasserweihe und bei der Salzweihe sowie bei der Weihe von heiligen Ölen. Papst Leo XIII hat allerdings der Christenheit verpflichtend die Gebete zum heiligen Erzengel Michael nach der Heiligen Messe hinterlassen, so wie auch den Exorzismus Leones. Ein kurzer Exorzismus, den ausdrücklich auch jeder Laie beten darf und beten soll zum Schutz der eigenen Seele und des Leibes Christi der Heiligen Kirche. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Gläubige im Stand der Gnade lebt. Als Glied des Leibes Christi ist also jeder einzelne von uns berufen, sich im Kampf gegen die Mächte der Finsternis zu beteiligen. Paulus rät uns deswegen, jeder kämpfe für den Glauben und lasse sich in keiner Weise einschüchtern von den Widersachern. Und im Petrusbrief lesen wir, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm. Jeder Laie darf diesen Banspruch gegen die Hölle beten und kann dadurch große Erfolge aller Art in Schwierigkeiten erzielen, vorausgesetzt, dass er ihn auch in der rechten seelischen Verfassung betet. Es ist ja ganz klar, wer im Zustand der schweren Sünde ihn betet, aus Hass oder aus Neid oder mit bösen Absichten oder im Geist der Verwünschung, der dürfte wohl sehr schwerlich Erfolg gegen den Satan haben, denn keinesfalls wird dieser ihm dann gehorchen. Es könnte sogar gegenteilige Wirkung haben. Erinnern wir uns an die Geschichte in den Apostelgeschichten, als der jüdische Teufelsbeschwörer diese Antwort bekam. Jesus kenne ich, auch Paulus kenne ich, doch wer seid ihr? Und damit stürzte sich der Mann mit dem bösen Geist auf sie, überwältigte zwei von ihnen und ließ seine Macht an ihnen aus. Apostelgeschichte Kapitel 19. Wir sehen, der jüdische Teufelsbeschwörer hat nicht im Namen Jesu Christi gegen die Dämonen gekämpft und deswegen haben sie ihn überwältigt. Also bevor wir, insbesondere bevor wir den leonischen Exorzismus zu Hause jeder für sich selbst beten, muss man sein Gewissen vorher erforschen und seine Sünden durch die Gnade tilgen lassen sprich durch die heilige Beichte am Ende des PDFs welches wir in der beschreibung verlinkt haben findet ihr diesen exorzismus von papst leo dem am besten fangt ihr an in jeden tag zu beten unter der voraussetzung natürlich dass wir uns alle bemühen im stand der gnade zu sein ein paar letzte Worte noch, bevor wir gemeinsam einige kraftvolle Gebete sprechen werden. Wenn wir die geistige Realität und das Wirken des Teufels klarer sehen könnten, würden wir Tag und Nacht nur noch beten, fasten und bußen, so wie eben die Heiligen vor uns. Erinnern wir uns, selbst Jesus wurde versucht, nichts ist dem Teufel heilig. Wenn er Judas dazu bringen konnte, dass er Jesus verrät, wenn Petrus dreimal Jesus verleugnet hat und wenn so viele Heilige und Mystiker die schwersten Versuchungen und Verfolgungen durch den Satan bestehen mussten, dann können auch wir davon ausgehen, dass wir jeden Tag versucht werden hier in diesem Tränental unserer Erdenpilgerschaft. Satan ist also eine Realität. Wir Christen müssen uns dies vor Augen halten und uns jeden Tag neu wappnen. Und mit diesem Betrüger rechnen, der immer wieder versuchen wird, durch eine neue Tür, durch eine Hintertür, durch eine alte Tür, durch eine ganz andere Tür, durchs Fenster, durch die Decke, durch den Boden einzutreten in unsere Seele. Deswegen spricht der Pater Pio zu uns und ermutigt uns Habt Mut und fürchtet euch nicht vor den Angriffen des Teufels. Denkt immer daran, es ist ein gesundes Zeichen, wenn der Teufel um euer Gewissen schreit und brüllt, denn das zeigt, dass er nicht in eurem Willen ist. Ja, er, der Teufel, er ist ein Meister der Taktik, ein Meister der Verwandlung, sowie auch der Blendung und der Verwirrung. Die Schlange ist ein unsichtbarer Verführer und er ist sehr geschickt. Oft versteckt er sich hinter der Natur. Aber er behandelt nicht alle gleich. Er kann sich verwandeln, um uns noch besser zu täuschen. Mit Vorliebe verwandelt sich der Teufel in einen Engel des Lichts, in Luzifer. Aber immer mit dem Hintergedanken, die Finsternis zu verbreiten. Er passt sich also den Anlagen und den Neigungen des Einzelnen an, und darin liegt eben seine Stärke. Er ist eben dieser Verführer. Der Meister der Blendung. Er ist derjenige, der den Hass schürt, der den Streit fördert, die Unversöhnlichkeit. Er baut sein Reich auf der Angst der Menschen auf, auf dem Elend, auf den Kriegen, auf den Katastrophen, auf den Verbrechen, auf der Todsünde. Heutzutage hat er es leichter wie nie zuvor. Er versteckt sich hinter Tausenden von Masken. Was heißt das nun für jeden einzelnen von uns? Wir dürfen nicht lau sein. Wir müssen mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit ganzer Seele umkehren und eben auch die Waffe des Gebetes ergreifen. Der Versucher. Versuchen, was eben in erster Linie Auskundschaften bedeutet. Er ja, er versucht uns bis zum Lebensende. Bis zum Lebensende versucht er, unsere Seelen mit sich zu reißen. Und deswegen ist es ganz natürlich, denn Umso mehr wir umkehren, umso mehr ein Mensch sich entscheidet, sich Jesus Christus hinzuwenden und dem Satan zu widersagen und sich, die, und sich durch die Gnade Christi heiligen zu lassen, umso heftiger werden die Angriffe des Teufels. Denn umso reiner eben eine Seele ist, umso kostbarer ist sie für den Satan. Und gerade deswegen fordert er ja auch so begierig nach diesen schrecklichen Menschenopfern durch Abtreibung, durch Kinderhandel. Und die schlimmsten, unvorstellbaren Verbrechen. Und deswegen müssen wir uns und sollen wir uns an den Worten des heiligen Pater Pio orientieren und verstehen, dass wir hier in diesem Erdental im Zustand der Prüfung sind. Wir sind die streitende Kirche, wir sind hier nicht dazu da, uns auszuruhen. Ein Heiliger hat mal gesagt, ich weiß es nicht wer jetzt. Im Himmel werde ich ruhen. Hier auf der Erde will ich mich verzehren für Gott. Ich glaube, es war der heilige Pfarrer von As. Sich verzehren für Gott, sich aufopfern für Gott, weil im Himmel werden wir unsere ewige Ruhe und Frieden schon bekommen. Und natürlich ist dieser Kampf und dieser Streit auf der Erde ein Geschenk von Gott. Es ist ein Geschenk voller Freude. Denn wenn wir uns dem Willen Gottes zur Verfügung stellen, als sein Werkzeug, es sei ein elender Knecht, dann wird er uns mit Freude beseelen. Sehr gerne. Gott wartet ja nur auf uns, dass wir uns endlich ihm zuwenden und sagen, Vater, dein Wille geschehe. Damit er uns dann mit seiner Liebe, mit der Liebe Christi überfluten kann und eben mit seinen Gnadengaben. Und natürlich auch mit dem Mysterium des Kreuzes und mit dem Leiden. Denn wir bekommen Anteil. Am Leben Jesu Christi. Aber bei uns, wenn wir als Christen leiden, dann ist all dieses Leiden für Gott und für sein Reich ein erlösendes Leiden. Es ist nicht umsonst. Denn wir gehen durch dieses Leiden auf die ewige Erlösung zu. Es ist ein begrenztes irdisches Leiden. An diesem Ende uns eben die ewige Freude erwartet. Die ewige Glorie des Himmels. Unsere Erlösung. Es ist also das Mysterium des Leidens, von dem so viele Heilige und Mystiker gesprochen haben. Dieses Mysterium, weswegen der heilige Pater Pio die Stigmata hatte oder der heilige Franziskus von Assisi. Dieses Mysterium zu leiden aus Liebe. Dies ist der Weg des Kreuzes. Dies ist die Heilsbotschaft Jesu Christi. Durch das Leiden kommen wir zur Vollendung in seiner Liebe. Diesen Weg ist Jesus Christus vor uns gegangen. Er hat uns den Weg vorgezeichnet, damit wir jetzt mit ihm gemeinsam diesen Weg gehen dürfen in unserem persönlichen Leben. Aber wie viel schrecklicher ist das Leiden des Sünders, der eben an Satan geknechtet ist. Es ist unnützes Leiden, unfruchtbar. Wenn er nicht umkehrt, wird ihn Satan in sein Reich des ewigen Leidens, der ewigen Pein, in die Hölle mitnehmen. Ewiges Leiden ohne Ende, aus freiem Willen gewählt. Denn die Seelen, die in die Hölle gehen, sie hassen Gott. Durch das Verharren in der Todsünde und das Ablehnen der Barmherzigkeit Gottes bis ganz zum Ende, haben sie selbst das Reich des Hasses, das Reich der Bosheit gewählt. Selbst wenn Jesus Christus sie erlösen würde wollen, Gott kann nicht in den freien Willen von uns Menschen eingreifen. Er kann nicht in unseren freien Willen eingreifen. Dieser freie Wille, den hat er uns geschenkt, damit wir uns selbst entscheiden können. Und deswegen hat ja unser Herr Jesus Christus so sehr gelitten in Gethsemane als er Blut geweint hat und geschwitzt hat und gelitten hat über die unzähligen Seelen, die eben trotz seines Opfers am Kreuz und trotz seiner Auferstehung die ewige Erlösung und seine Liebe ablehnen. Es ist ein schreckliches Leiden, das die Menschen, die in der Knechtschaft Satans stehen, erfahren müssen. Denn geblendet von Satan, der ihnen weltliche Macht, Ansehen, Geld, Autos, was auch immer ihre Wünsche, ihre Begierden zu erfüllen verspricht, durch diese falschen Begierden erfahren sie schon hier auf Erden Trostlosigkeit, Leere, Depression, von einer Begierde zur nächsten, aber ohne Substanz, ohne Wahrheit, ohne wahre Liebe, ohne wahren Frieden. Und dann, was kommt in der Ewigkeit? Ewige Pein, ewiges Leiden, das Reich des Hasses. Aus freiem Willen sich gegen das Versprechen Christi entschieden, für ein paar irdische Münzen, für einen kurzen Moment des Ansehens, für einen kurzen Moment der Freude, der im nächsten Moment zum Leiden wird. Ja, haben wir den Blick auf die Ewigkeit gerichtet. Und es wird viel einfacher für uns, für Jesus Christus leiden zu dürfen. Denn dieses Leiden mit Jesus ist leicht. Denn er wird uns beistehen und uns helfen, das Kreuz Tag für Tag zu tragen. Wir sind an einem Zeitpunkt in der Geschichte, wo jeden Tag der Dritte Weltkrieg ausbrechen kann, wenn er nicht schon irgendwie existiert weil dem Teufel wie nie zuvor große Macht gegeben wurde. Der alten Schlange ist es gelungen, seine Aktivitäten, sogar seine Existenz so gut zu tarnen, dass die Menschen wie Freiwillig für ihn sind. Er feiert heutzutage die größten Triumphe. Er hat seinen gottlosen Thron an heiliger Stätte errichtet. Er hat den Stellvertreter Christi geschlagen. Und seinen eigenen Götzendiener auf den Thron gesetzt, um eben in kürzester Zeit die Schreckensherrschaft des falschen Propheten und des Antichristen in dieser Welt sichtbar zu machen. Das ist die Realität, die die Bibel beschreibt, die die Prophetie der Heiligen beschreibt. Aber es ist nicht alles, denn durch die Gebete und durch die Sühneakte. Von jedem Einzelnen von uns können wir diese gottlosen Pläne des Teufels vereiteln. Unsere Mutter Maria hat in Fatima gesagt, die Seelen fallen in die Hölle, weil ihr nicht für sie betet. Es ist ein kurzer Moment des Triumphes, den der Antichrist in dieser Welt haben wird. Aber o oh, wie schrecklich, denn all diese Seelen, die ihm folgen, werden mit ihm in die Hölle gehen, wenn sie ihm bis zum Ende folgen. Und auch sehr schrecklich, wenn wir Christen uns eines Tages vielleicht rechtfertigen müssen, dass wir nicht genug gebetet haben, dass bestimmte Seelen wegen unserem unterlassen in die Hölle gefallen sind, weil wir nicht für sie gebetet haben. Das sollte uns mit solch einem Gebetseifer erfüllen, dass wir so schnell wie möglich zur nächsten Beichte rennen, falls wir uns in Todsünde befinden. Und dass wir dann den Rosenkranz ergreifen, auch wenn wir ihn vielleicht das erste Mal in unserem Leben in die Hand nehmen. Oder seit zehn Jahren das erste Mal wieder. Und dass wir ihn ab jetzt Tag und Nacht nicht mehr loslassen, so wie es der heilige Patapio getan hat. Es wird nämlich gesagt, dass der Patapio, nachts immer den Rosenkranz am Arm trug. Einige Tage vor seinem Tod, als Pater Pio ins Bett ging, sagte er zu den Brüdern: "Gebt mir meine Waffe." Und die Brüder fragten ihn überrascht und fasziniert: "Wo ist die Waffe? Wir sehen nichts. Wir finden nichts." Nachdem sie auch die Tasche seiner Ordenstracht durchsucht hatten, sagten die Brüder: "Pater, da sind keine Waffen. Wir haben gerade ihren Rosenkranz gefunden." Und Pater Pio: "Ist das nicht eine Waffe?" Die echte Waffe? Ja, ein Vater meinte, je weniger die Christen vor den Dämonen auf der Hut sind, umso mächtiger werden sie. Wie wir sehen können, nimmt heute ständig ihre Macht und ihr Einfluss mehr zu. Die Tyrannei wird immer drückender und weltweiter. Und leider wird die Gewaltherrschaft auf Erden und die Zeit des Antichristen immer unausweichlicher. Denn zu viele Christen vernachlässigen den geistigen Schutz und das Gebet. Und deswegen lasst uns von Tag zu Tag aufrichtig umkehren. Werfen wir uns mit zerknirschtem und demütigem Herzen zu den Füßen unseres Erlösers Jesus Christus, zu den Füßen seines Kreuzes, gemeinsam mit seiner Mutter und beten wir für das Heil unserer Seelen. Beten wir. Gegen die Zerstörung der gottlosen Mächte. Mögen ihre Pläne gestoppt werden. Beten wir für die Erlösung aller Seelen. Wenn wir im Stand der Gnade exorzistische Gebete verrichten, ist dies unglaublich kraftvoll. Denn durch den Gnadenstand sind wir ermächtigt im Namen Jesu Christi. Was hat er gesagt? Wenn ihr Glauben habt, könnt ihr den dem Berg sagen: Geh. Und er wird sich bewegen. Wenn ihr Glauben habt, dann könnt ihr größere Werke als ich vollbringen. Bitten wir demütig Gott um mehr Glauben, denn unser Glaube ist so klein. Aber mit diesem kleinen Glauben, den wir haben, weihen wir uns trotzdem dem Gebet, geben wir uns Jesus Christus hin. Das, was wir haben, ist genug. Den Rest wird er ergänzen. Beten wir also im Namen Gottes, beten und flehen wir im Namen Jesu Christi. Verbannen wir diese bösen Geister. Beten wir, dass diese bösen Geister den Menschen weder direkt noch indirekt Schaden zufügen können. Ja, vollziehen wir diese Beschwörung im Namen und in der Kraft Jesu Christi. Durch diese Kraft wird die Macht der Dämonen auf Erden gebrochen. Und ja, dieser Kampf wird erst beim jüngsten Gericht vollendet werden. Aber bis dahin ist jeder einzelne von uns, auch alle Laien, die im Stand der Gnade sich Christ nennen, sind sie alle, sind wir alle dazu berufen, im Kampf gegen die Dämonen uns zu beteiligen. Der Teufel, der Widersacher, der möchte uns Menschen vom ewigen Ziel abbringen. Er ist dieser Meister darin, durch böse Gedanken negative Einwirkungen auf das Gemüt. Die Menschen vom Gebet abzuhalten, in Depressionen zu führen, in lauter geistige Störungen. Und deswegen eben die exorzistischen Gebete und insbesondere den leonischen Exorzismus, den wir am besten jeden Tag über uns selber beten, der uns helfen kann bei Krankheit, bei Lebensüberdruss, bei Schwermut, Verzweiflung, Übermut, bei inneren Anfechtungen, großen Versuchungen, bei Zerstreuungen. Bei ungeordneten zwischenmenschlichen Beziehungen, bei Streit, bei Trunksucht, bei Unfrieden, Belästigung, Verfolgung, selbst bei Kriegsgefahr, bei allem können diese Gebete helfen. Und nochmals, natürlich ist der eigene Gnadenzustand ein reines Herz und die Demut die wichtigste Voraussetzung für das erfolgreiche Streiten, aber gleichsam auch ein fester Glaube an Jesus Christus und ein tiefes Vertrauen. Ein tiefes Vertrauen, dass er, bewegt durch unsere Gebete, uns zur Hilfe eilen wird, dass die Engel uns zur Hilfe eilen und dass wir gemeinsam mit ihnen die Angriffe des Teufels abwehren und vernichten. In diesem Kampf sollten wir langsam und feierlich dem Bösen entgegenstehen. Alles geschehe mit der Hilfe der Schlangenhauptzertreterin, unserer Mutter Maria, und der Hilfe der heiligen Engel besonders des heiligen Herzengel Michael. Ja, mit ihrer Kraft, da verlieren wir unsere Ängstlichkeit, gewinnen Mut und können mit Nachdruck beten, mit einem heiligen Zorn, mit einer Klarheit, mit einem unverwüstlichen Siegesgewissheit, eine Gewissheit, dass wir zum Herlager Jesu Christi, dem König über Leben und Tod gehören. Es ist auch ratsam, dass wir in der Hand entweder ein Kreuz oder eine Reliquie, oder eine geweihte Medaille halten. Und vor der Beschwörung sollten wir uns selbst mit Weihwasser besprengen. Und nach der Beschwörung natürlich unsere Umgebung, die auch nochmal durch das Weihwasser gereinigt wird. Und glaubt mir, wenn wir im guten Glauben mit tiefem Vertrauen diesen kleinen Laienexorzismus für uns jeden Tag beten, es wird viel Klarheit und Kraft in unser Leben bringen. Mit dieser Hilfe sind nicht nur die Priester, sondern auch eben wir Laien aufgerufen, den Satan und seine bösen Geister in den Abgrund der Hölle zurückzubefördern. Man kann heute oft den Eindruck haben, dass dem Teufel alles gelingt. Denn leider haben so viele gleichgültige Christen ihm dies ermöglicht, durch die Unterlassung zu beten, durch ein laues Christenleben. Und gleichsam gibt es natürlich, auch die Christen, die vor Liebe zu Gott entflammt sind und beten und opfern und Buße tun, die einfach das tun, was Jesus Christus von uns verlangt. Nochmals, wir haben unseren freien Willen. Lasst uns nicht lau sein, denn Gott mahnt uns in der Apokalypse, Kapitel 3. Ich kenne deine Taten. Du bist weder kalt noch heiß, werdest du doch kalt oder heiß. Daher, weil du lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Vielleicht ist es manchmal einfacher, für den schweren Verbrecher, der ins Kreuz genagelt wird, gerettet zu werden, als für den gerechten Christen, der in seiner Lauheit meint, er wird erlöst umsonst. Nein, seien wir nicht lau. Nehmen wir den geistigen Kampf wahr und verdrängen diese Dinge nicht aus unserem Bewusstsein. Denn wenn wir dies tun, wie viele Getaufte leider, die all diese Dinge gar nicht wahrnehmen, vielleicht weil sie sich auch schon im Sündentod der Seele befinden, ja dann hat natürlich der Feind, freie Bahn und nutzt diese Lauheit vollkommen aus, um die Völker zu verführen, um überall Aufruhr gegen Gott zu stiften, um überall Krieg zu stiften, ja, um selbst die Kirche zu unterwandern und den Hirten zu schlagen. Mit seinem Gift der ewigen Verdammnis injiziert er die Menschen. Er gönnt uns den Himmel nicht. Weil wir Menschen, wenn wir dieses Erdenleben bestehen und in das Himmelreich eingehen dürfen, dann werden wir die Plätze einnehmen dürfen, die er, der Satan und Betrüger seit Anfang und seine abtrünnigen Engel, eine große Schar von Engel durch ihren Hochmut verloren haben. Deswegen ist sein Hass und sein Neid auf uns so groß und so bösartig. Er hasst jede einzelne unsterbliche Seele. Und seine Versprechen meinen es nie gut für die Menschen. Es ist immer eine Lüge. Denn er möchte uns dorthin befördern, wo er selbst durch seine eigene Schuld geworfen wurde, in die ewige Hölle. Viele Propheten haben uns gewarnt über das Wiedererscheinen Satans, über das Offenbarwerden des Mysteriums des Bösen, über den Antichristen. Viele Menschen stellen sich trotzdem taub, insbesondere viele Christen. Gerade Sie, die die größere Verantwortung haben, denn wir haben mehr empfangen. Für jeden, der Ohren hat und Augen zu sehen und zu hören, er wird sehen, dass das Wirken Satans und seiner Helfer in dieser Welt nicht mehr zu übersehen ist. Ja, selbst viele Menschen, die sich nicht Christ nennen, sehen das Wirken des Bösen. Und das ist gut, denn sie sind ihrer Erlösung sehr nahe. Denn wer die Ungerechtigkeit hasst und die Gerechtigkeit liebt, selig ist dieser, hat uns Jesus gelehrt. Denn ihm wird Gerechtigkeit zuteil werden. Es sind diese vielen schweren Sünden, die täglich begangen werden, die dem Teufel die Tür öffnen. Aber, und das ist die abschließende, wichtigste Erkenntnis, die wir brauchen, Gott wird über all diese bösen Mächte siegen. Rüsten wir uns. Der Teufel weiß, dass er nur noch kurze Zeit hat. Beten wir jetzt also im heiligen Zorn Gottes vereint, um die Angriffe des Teufels abzuwehren. Beten wir im Namen Jesu Christi und im Schutz unserer Mutter Maria. Beten wir an der Seite aller Heiligen und aller Engel. Beten wir, um das Reich Gottes herbeizuführen. Beten wir, um die Pläne des Satans zu vereiteln und um unsere eigenen Seelen sowie die Seelen aller Menschen zu retten. Ihr findet alle Gebete und den Leonischen Exorzismus im PDF als Download. Bevor wir anfangen, einen kurzen Moment der Gewissensforschung und ein Schuldbekenntnis. Confite or Dei omnipotenti, Beate Maria sempre virgini, Beato Michaeli Archangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Tibi, Pater, Quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, Idioprekur Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Johannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum Nostrum. Amen. Heiliger Erzengel Michael, bitte komm und hilf mir. Steh mir bei im Kampf gegen die Bosheit und die Nachstellung Satans. Sei du mein Schutz. Gott der Vater im Himmel, gebiete ihm und ihnen den Dämonen. Darum bitte ich dich im Namen Jesu, der gesagt hat, was ihr immer den Vater in meinem Namen bitten werdet, wird er euch geben. Du aber, Fürst der himmlischen Heerscharen, treuer Diener Gottes, treuer Diener Mariens, heiliger Engel des Glaubens, im Namen Jesu, im Namen Mariens bitte ich dich, mach mich unsichtbar, Unangreifbar, unverletzbar für alle unsichtbaren und sichtbaren Feinde, damit sie mir nicht schaden können an Seele, Geist und Körper. Binde den Satan und alle übrigen Geister, damit sie nichts gegen mich unternehmen können, mir in keiner Weise schaden dürfen, damit sie mir gegenüber ohnmächtig wie blind sind, dass sie nichts sehen, nichts hören, nichts wegtragen dürfen. Dir übergebe ich alle meine Feinde. Du aber, Fürst der himmlischen Herrscharen, stürze den Satan und alle übrigen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen die Welt durchziehen, in der Kraft Gottes in den Abgrund der Hölle hinab, durch die unbefleckte Jungfrau und Gottes Mutter Maria, durch ihre unbefleckte Empfängnis, durch ihre unbefleckte Empfängnis, durch ihre unbefleckte Empfängnis, amen. Heiliger Erzengel Michael, mit deinem Licht erleuchte uns, Heiliger Erzengel Michael, mit deinen Flügeln beschütze uns. Heiliger Erzengel Michael, mit deinem Schwert verteidige und rette uns. Amen. Ecce crucem domini, fugite pates adverse, vicid leo de tribu juda, radix david alleluia. Ecce crucem domine fugite partes adverse, vicit leo de tribu juda, radix david alleluia. Ecce crucem domini fugite partes verse, vicit leo de tribu juda, radix david alleluia. Gebet gegen den Einfluss der bösen Geister. Gott erhebe sich und seine Feinde mögen zerstreut werden, und vor seinem Angesicht mögen fliehen, die ihn hassen. Seht das Kreuz des Herrn, flieht ihr feindlichen Mächte, gesiegt hat der Löwe aus dem Stamme Juda, der Wurzel Davids. Ich beschwöre euch, unreinster Geist, jegliche Anfechtung des Feindes, jedes Trugbild, jede Legion, im Namen unseres Herrn, Jesus Christus. Seid ausgerottet und flieht von uns. Verschwinde also im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gib dem Heiligen Geist Platz durch das Zeichen des Heiligen Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr, erhöre mein Gebet und lass mein Rufen zu dir kommen. Lasset uns beten. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dass der Geist der Bosheit in Zukunft keine Macht in uns haben möge, sondern fliehe und nicht zurückkehre. Es möge in uns durch deinen Befehl einkehren die Güte und Friede unseres Herrn Jesus Christus, durch den wir erlöst sind, und wir mögen uns von allem Bösen nicht fürchten, weil der Herr mit uns ist, der lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Heere, Königin des Himmels, höchste Herren der Engel, du hast von Anbeginn von Gott die Macht und die Sendung erhalten, den Kopf der höllischen Schlange zu zertreten. Wir bitten dich demütig, sende deine himmlischen Legionen, damit sie unter deinem Befehle und durch deine Macht die bösen Geister verfolgen, sie überall bekämpfen, ihre Verwegenheit zu Schanden machen und sie in den Abgrund zurückstoßen. Ihr heiligen Engel und Erzengel, bewahret uns vor allen Fallstricken des bösen Feindes. Amen. Weichet, ihr bösen Geister, im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sehet nicht, hörtet nicht, verwürdet nicht, fesselt nicht, löst die Fessel. Der Herr, unser Gott, euer Herr, gebiete euch. Weichet und kehret nicht wieder. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Krux sacra sit mihi lux, non draco mihi dux, vade retro satana, numquam suade mihi vana, sunt mala ipse venena ipsevenenabibas. Crux sacra sit mihilux, non draco sit mihidux, vade retro satana, numquam mihi vana, sunt malac libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihilux, non draco sit mihidux, vade retro satana, numquam mihi vana, sunt malac libas, ipse venena bibas. Das Heilige Kreuz sei mir Licht, nicht der Drache sei mir Führer. Weiche zurück, Satan, führe mich niemals zur Eitelkeit. Böse ist, was du mir einträufest, trinke selbst dein Gift. Wer viel betet, wird gerettet. Wer wenig betet, ist gefährdet und wer nicht betet, wird verdammt. Das christenleben ist nichts anderes als ein ununterbrochener kampf gegen sich selbst. Das gebet ist ein mächtiges werkzeug, ein schlüssel, der das herz gottes öffnet. Heiliger pater pio, bitte für uns. severina viva crux sacra sit mihi lux non drago sit mihi dux, vade retro satana nunc quam suare mihi vana sunt mala quelli vas ipse venen